Ja, ich glaub's ja nicht, ihr süßen Himbeer-Tonis. Gleich geht's wieder los mit einer neuen Runde MTV Home, ja. Und wir haben heute einen bunten Blumenstrauß aus illustren Bekloppten, die uns den Abend verschönern werden, für euch vorbereitet. Schaut euch das an. Berühmt geworden sind sie durch ein Feature mit MC Joko KIZ, heißen sie, haben einen WM-Song aufgenommen. Und dort prämieren wir heute ihr Video zu dem gleichen. Dann habe ich mich beim Stichwort Bullenhitze nachts in der Kälte rausbegeben zu einem Haufen, ich möchte sagen, Besoffener. Und dann haben wir bei diesem, ja, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ihr seht es ja selber, ja, Bullenhitze ist ein ganz gutes Stichwort, again. Ja, und außerdem ist er heute bei uns, ja, er nennt sich selber den sympathischen Frauenflüsterer. Er ist bei Harald Schmidt der Mann fürs Investigative, wenn mal wirklich nachgefragt werden muss, ist er da. Jan Böhmermann heute bei uns und außerdem haben wir heute eine Motto-Sendung zum Thema Humorklassiker der letzten 1000 Jahre. Da muss man gar nicht viel zu sagen. Guck mal, wie lustig das ist. Da hat er den mit dem Hammer da auf den Kopf gemacht. Und außerdem haben wir heute frisches kalifornisches Fleisch zu Gast. Robert Francis ist da und wird seinen Mega-Hit Junebug performen. Und ich muss sagen, ich bin schon ganz schön froh, dass ich die einzige Frau hier im Studio bin, die auch so was Kurzes hier anhat. Ja, viel Spaß dann gleich dir, Paulina, mit Robert Francis. Danke. Wir freuen uns aber auch auf den ganzen Rest. Ich lache mich jetzt schon kaputt. Bis gleich. Bist du nicht sowieso die einzige Frau? Und da ist sie tatsächlich, ja, Niedersachsens neue Ministerpräsidentin Paulina McAllister-Roginski. Herzlich willkommen. Und da ist sie immer noch besser als Eltons WM-Song, unsere Band. Und damit, ihr kennt es bereits, willkommen zur Sendung mit dem Haus, willkommen zu MTV Home. Herzlich willkommen zum Captain's Dinner der deutschen Unterhaltungsshows. Herzlich willkommen zu MTV Home. Und er steht rechts neben mir, er ist nicht nur der Friseur von Diego Maradona, nein, er kauft ihm auch seine Patronen fürs Luftgewehr, wenn er mal welche benötigt. Das ist richtig. Ansonsten kommt er direkt aus den Townships von Berlin-Lichtenberg. Ich sage herzlich willkommen, Joko Portugal Winterscheid, Ihr Moderator für den heutigen Tag. Vielen, vielen Dank. Seit mehr als 50 Sendungen erzählt er uns seine Klamotten an, dabei ist er Hobby-Bodypainter, ja. Seine Name ist Klaas. Ich tanke gerne Super Plus in meinen Diesel. Häufer Umlauf. Ja, witzig. So, wir haben heute wunderbare Gäste, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gehört im Radio, wenn ihr Lukas WM-Tagebuch kennt, der bei 1Live läuft. Das, wenn ihr hin und wieder mal Harald Schmidt guckt, also wenn das alle 4,5 Wochen mal um 10 oder 7 vor 11 kommt, dann ist er der Mann für die investigativen Außeneinsätze. Er hat Bücher geschrieben. Alles, wirklich alles über Deutschland. Halbwissen kompakt. Heute ist er bei uns Entertainment-Prinz Jan Böhmermann und wir freuen uns sehr. Wir haben noch musikalische Gäste, die allerdings nicht performen werden, sondern sie sind die, die einen Song geschrieben haben zu dieser WM, wo alles gesagt werden, wo alles gesagt wurde, was man über Schwarz und Gold sagen sollte. Ja, sie sind hier, um heute ein Video zu prämieren, von dem sie selber nicht wissen, dass es das gibt. Wir zeigen es ihnen gleich. Wir freuen uns auf sie. KIZ sind da. Außerdem aus dem weiten Kalifornien extra für euch angereist. Robert Francis, der Mann, der einen der Songs dazu abgeliefert hat, dass dieser Sommer sich so schön anfühlt, wie er jetzt gerade ist. Ja, eine Menge Vorschusslorbeeren gehen diesem Newcomer entgegen. Wir werden prüfen, ob die auch zurecht da sind. Er wird live performen. Und außerdem haben wir diese heutige Sendung unter ein Motto gestellt. Und da haben wir lange überlegt, welches Motto trägt denn tatsächlich eine Stunde. Motto-Sendungen sind natürlich nicht schlecht. Wir haben ein sogenanntes Blue Sky Thinking veranstaltet. Ja, und ich hatte es schon in großen Lettern, ja, illuminiert vor mir, MTV Home Code verschmiert. Wurde dann ja in der letzten Instanz abgeschmettert. Ja. Ja, im finalen Meeting ist es das dann leider doch nicht geworden. Vielleicht können wir das ja mal in den nächsten Wochen realisieren. Aber heute haben wir trotzdem ein Motto gefunden, unter das wir diese Sendung stellen möchten. Es sind Humorklassiker. Das heißt, 100 Jahre lang Humor, da gibt es Witze, die sind einfach immer schon lustig gewesen und sie werden weiterhin immer noch lustig sein. Und wir fangen an mit einem Klassiker des Humors, dem Telefonstreich. Dazu habe ich mir ein Konzept ausgedacht, was ich hier bei MTV Home seit vielen, vielen Wochen schon mal umsetzen wollte. Es hat mit Tieren zu tun, Tieren, die wir brauchen. Und deswegen habe ich für dieses Konzept im Tierheim angerufen und es denen mal unterbreitet, diese eventuelle Kooperation zwischen MTV Home und der Natur. Guten Abend, liebe Leute. Lachen ist das Motto heut. Tempo jetzt, die Zeit verrinnt. Vorhang auf, der Spaß beginnt. Munkau, hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Eier-Rundlauf von MTV Home. Ich wollte mich mal bei Ihnen erkundigen, ob Sie gegebenenfalls an einer Kooperation mit dem Fernsehen interessiert sind. Inwiefern? Also interessiert immer klar? Ja. Ich kann Ihnen das ganz kurz erklären, worum es geht. Wir suchen Tiere jeglicher Art und Größe. Ja, ich
kann mir das jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Wir würden uns dann damit auch vorstellen, also weil... Ja, also erstmal hätten wir die Tiere und damit hätten sie dann auch keine Probleme mehr. Wir würden das alles komplett übernehmen. Wir würden uns um die Entsorgung kümmern, alles, ja. Und die Entsorgung der Tiere? Stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich erkläre mal ganz kurz in einem Satz die Aktion. Also wie schon gesagt, wir haben uns da was Besonderes ausgedacht. Also wir wollen gerne mit unseren Moderatoren, das ist ein Spiel, das wir uns ausgedacht haben, das heißt, deswegen auch dieses Größending, Tiere der Größe nach zertreten. Und da würden wir also anfangen mit kleinen Tieren und dann würde das halt alles... Also wir wollen Tiere von uns haben, um die zu zertreten? Das klingt erstmal so hart, weil wir müssen das ja irgendwie so in einem Satz zusammenfassen. Ich habe am Anfang das auch gedacht und dachte, oh Gott, stellen Sie sich mal vor, Tiere der Größe nach zertreten, also sowas gab es noch nie, das ist eine neue Definition von Unterhaltung, ja? Ja, also ich bin gerade baff, also ich meine, vom Tierschutzgesetz her darf man ein Tier nicht ohne vernünftigen Grund töten. Nee, deswegen haben wir uns ja diesen Grund mehr oder weniger ausgedacht, also dass es letztendlich auch Unterhaltung ist. Also wir würden halt so eine Art Event draus machen. Und dann würden Sie bei kleinen anfangen, beim Käfer? Ja, also wir haben Kaulquappen und Frösche und da würden wir halt anfangen, da könnten dann, also das geht ja auch schnell. Und dann würden Sie ja wirklich, also wirklich angefangen, wenn Sie jetzt die Amphibien abhaben, eine Maus? Dann würden wir mit Mäusen anfangen, mit Meerschweinchen. Okay, also... Also hoch bis zur Giraffe teilweise. Also wir haben eine Leiter und so eine Seilwinde. Aber Sie spekulieren schon darauf, dass die Tiere zertreten werden? Nee, die Spekulation, und das muss man wirklich, also wenn man so Erwartungen generiert beim Zuschauer, dann muss man es natürlich auch erfüllen, weil sonst stehen wir ja blöd da. Also das mit Spekulieren ist dann nicht mehr viel. Also da ist dann finito an dem Tag. Also Sie... Ende aus Mickey Mouse. Also Sie planen wirklich, diese Tiere zu töten an dem Tag? Also wir würden das zusammenschneiden. Also wenn das jetzt 2-3 Tage dauert, dann... Ja gut, das ist aber, dass die Tiere, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, dass die hinterher tot sind. Naja, aber ich meine, also grundsätzlich, ich meine, also Sie wissen das ja am besten, also Tierheime sind überlastet und... wir töten hier keine Tiere aus... Sie müssen das ja, kommen ja wir ins Spiel, das würden wir Ihnen dann in dem Fall abnehmen. Ganz grundsätzlich mal gefragt, haben Sie auch behinderte Tiere oder Tiere, die es schon lange nicht mehr gut geht, also die leiden? Da kommt also gerade auch so, Sterbehilfe ist ja auch ein Riesenthema, also nicht nur bei Tieren, sondern gerade bei Menschen. Die aus Krankheitsgründen leiden, die werden wir uns eingeschläfert. Also da kommen wir doch zusammen, also ich meine, da kann man doch, also wenn man einfach sagt, komm, halbe Stunde vorher, also das ist das dann auch egal, oder? Also ich komme ins Grübeln so ein bisschen. Kann das jetzt nicht alleine entscheiden. Das würde ich jetzt dann mitnehmen und mich einfach nochmal bei Ihnen melden. Also das ist jetzt auch eine Sache, die dann der Vorstand letztendlich entscheiden muss. Ja, aber grundsätzlich sehen Sie da also Grundlage zum Brainstorming? Weiß ich nicht. Also wir würden lustige Musik drunter legen und das würde auch ganz schnell gehen. Also wie gesagt, ne, die stehen dann so in einer Reihe und dann kommt einer rein mit großen Schuhen und ram, bam, 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 einer nach dem anderen. Also wie gesagt, ich würde das unter dem Aspekt mitnehmen, aber sowas, das kann ich nicht entscheiden. Also ja, ich kann Ihnen gerne, wir haben das schon mal testweise mit Tieren gemacht, die wir gefunden haben, und ich kann Ihnen da gerne mal ein Demo schicken, dass Sie auch ungefähr wissen, wie das da gelaufen ist. Das ging ganz schnell, ne? Also ja, das wäre nett, wenn Sie mir das schicken würden. Ja, wir haben da, also alte Tauben und so Zeugs. Genau. Gut, ich nehme das mit und melde mich nochmal. Ja, ich freue mich. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, ja? Tschüss. Wiedersehen. Ich sage mal, unmöglich ist das nicht. Ne? Also ich meine, klar, da will ja nicht einer den Kopf dafür hinhalten, aber grundsätzlich kann man das probieren, glaube ich da. Ne? Also ich würde mal sagen, eine ablehnende Haltung war das nicht, oder? Also ein verpiss dich, du kranke Schwein, hätte ich schon erwartet. Und das war original der erste Anruf. Ja, ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre, wenn ich bei 3 anderen Tierheimen noch angerufen hätte. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich hier so einen kleinen Streichel. Schade eigentlich, dass du es nicht getan hast. Ein Kaputtdrehzug. Wären wir ein ganzes Stück weiter mit der Idee. Ja.
Ja, da klingelt es und die Sturmklingel lässt schon einiges verläuten, denn diese Herrschaften sehen nicht nur wahnsinnig gut aus, sie sind eine der erfolgreichsten Band dieses Landes, ein Hit nach dem anderen, ja, das ist ihr Markenzeichen. Soziale Vereine, dafür engagieren sie sich sehr gerne, aber diesen Sommer fehlt etwas von ihnen, nämlich ein WM-Hit und jetzt ist er endlich da und sie auch, hier sind KIZ. Girl, I wanna make you sweat. Oh, hallo. Sweat team, can't sweat no more. Ja, ja. Herzlich willkommen, wie kam es hier? Ja, geil, ja. Hallo. Willkommen. Englisch heißt, bitte setzt euch. Ich würde mich dann da so ein bisschen kuschelig, damit ich euch auch einschließe in die Runde, ja, dazwischen setzen. Wie geht's? Was geht ab? Wie läuft's? Ja, mir geht's voll gut. Ja? Ja. Also, im oberen Brust. Sind das deine Securities hier oder haben die beide Sonnenbrillen auf? Ist auch nicht. Ich stehe nicht dazu, dass sie gefeiert haben gestern, so wie ich. Ah, okay, gut, verstehe. Was sagt ihr dazu? Lena Meyer-Landrut hat in Oslo... Ich finde, die singt wie ein angeschossener Seehund, ehrlich gesagt. Ich hasse ihr Gesang über... Laut, laut, laut. Das ist voll scheiße. Aber sexy ist sie. Ja, diese Unschuld, diese wunderschöne Unschuld, die sie ausstrahlt, ist auf jeden Fall sehr sexy. Nee? Ja, ja. Ja. Unglaublich. Ist man da eigentlich so als Band, die schon etabliert ist, viele Alben gemacht hat und so, ist man an einem gewissen Punkt neidisch, weil so eine Casting-Sendung da auf einmal einen Star hervorbringt? Ja, deswegen haben wir unseren neuen Song gemacht, um... auf der Welle mitzuschwimmen. Auf der Welle mitzuschwimmen, der WM-Welle. Und diesen ganzen Hype mitzunehmen und dieses ganze Mitläufertum. Deswegen haben wir halt so einen Song gemacht für alle Deutschen, damit sie endlich mal stolz sein können auf ihr Land, weil Patriotismus ist ja auch so toll und wenn die ganzen Ausländer das dürfen, dann sollten die Deutschen das doch ja auch können. Warum sollten ich nehme mich heraus, ich bin ja kein Deutscher. Warum sollten wir das nicht auch dürfen? Das ist richtig. Du sprichst es ja schon selber an, diesen Song. Da muss man tatsächlich sagen, also wenn das Ding nicht in die Charts geht bis nach ganz oben, dann würde ich mich auch wundern. Weiß ich auch nicht. Mit Abstand, sagt mir, wenn ich falsch liege, der beste WM-Song seit langem. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ja, nee, ist auf jeden Fall so. Hatten wir auch angesagt. Wir hatten so eine Videobotschaft bei YouTube hochgestellt, ja, und gesagt haben, dass wir alle anderen WM-Songs kaputt machen. Nee, ihr habt was anderes gesagt. Ficken. Ficken. Wegficken, habt ihr gesagt. Ja? Ja, kann sein. Ja, sicher. Ja, toll. Ihr fickt alle anderen WM-Songs weg. Da ihr das natürlich nur Audio gemacht habt, also sprich, ihr habt nur den Song aufgenommen, aber kein Wegfick-Video dazu geschnitten habt, haben wir gedacht, nehmen wir euch das gerne mal ab an dieser Stelle und haben tatsächlich ein Video geschnitten, was ihr danach käuflich erwerben könnt, um diesem Song einfach die Tragweite zu geben, die er tatsächlich hat. Ja? Wir hören mal rein. Er hat käuflich einen tollen sogar, Titel. Biergarten. Ja. Bitte? Käuflich, sagst du so. Käuflich erwerblich, ja. Biergarten Eden heißt der WM-Song von KIZ. Und so hört er sich an und so sieht das Video dazu aus, was MTV Home dazu beigesteuert hat. Danke Deutschland, wir dürfen wieder stolz sein. Ein Volk sein, schwarz-rot-gold sein. Voll, die hat die Treffer versenkt. Die Sehnsucht in den Herzen hat die Mauer in den Köpfen gesprengt. An unsere Söhne in Afghanistan, Jungs, haltet den Kopf hoch. Wir sind Papst und das Wunder von Oslo. 2006 sah die Welt, wir sind nicht verkrampft. Ost und West, Ying und Yang. Schön. Schwarz-rot-gold, wir sind das Volk. Schwarz-rot-gold und die ein anderes. Auf den Schäferhunden Richtung Horizont erleuchtet schwarz, rot, gold. Den Juden das Geld, den Schwarzen die Mädels. Weil wir brauchen bloß unser Spargel aus Belitz. Bescheidene Menschen, einfache Menschen, Arbeiter, Handwerker, fleißige Menschen. Wir Deutschen sind Sklaven. Wir haben die Bombe erfunden, doch dürfen sie bis heute nicht haben. Man hat sich zu benehmen als Gast in unserem Land. Unsere Hochkultur von hier bis zum Ballermann bekannt. Wir helfen Kids in der dritten Welt mit Waffen. Eine Frau als Kanzlerin, wie fortschrittlich ist das? Immer wenn eine Mutter einen blonden Knaben gebärt, verlässt ein neuer Volkswagen das Werk. Und alle singen schwarz, rot, gold. Wir sind Hammer. Schwarz, ich feier das. Das ist auch schön. Freut euch. Wunderschön. Super. Sehr gerne, also da sind wir natürlich gerne auch bereit, wenn dann das Geld nicht beim Video reicht, da so euch unter die Arme zu greifen. Jetzt ist natürlich so, dass man bei dem Song so ein bisschen, sag mir, wenn ich falsch liege, eine gehörige Portion Ironie durchhört. Ja, ja, viele Menschen, also ganz kurz, viele Menschen eben nicht so. Das ist bei YouTube irgendwie so ein bisschen leicht nach hinten losgegangen und viele Leute schreiben dann drunter, ihr scheiß Nazis oder auch endlich mal gut, dass es jemand mal sagt. Freut man sich so, dann noch, oder? Ja, so normalerweise lache ich sehr viel drüber, aber bei so vielen Leuten, die das anscheinend in den falschen Hals gekriegt haben, ist es schön, dass ihr uns mal eingeladen habt und dass wir hier sagen können, Patriotismus ist scheiße, das ist genau das gleiche wie Nationalismus und Leute, die sich für ihr eigenes Land freuen,
tendieren immer dazu, auch andere Nationalitäten runterzumachen und so. Das passiert immer wieder, ist mir beim Fußballspielen auch immer aufgefallen in letzter Zeit, dass dann immer, ja, super Deutschland und dann plötzlich aber Afrika, scheiße, geh nach Hause. Aber Afrika ist ja tatsächlich ein schönes Stichwort, denn ihr seid wirklich, das muss man jetzt einfach mal an dieser Stelle festhalten, ja, ihr seid in Afrika gewesen und da ist euch die Idee zu dem Song gekommen. Warum reist man so weit, um dann ein Lied über Deutschland zu schreiben? Ich habe mich neulich auch hinreißen lassen, als Ghana gegen die USA gewonnen hat. Wir waren in so einem Zelt voller Ami-Rocker und ich habe geschrien, ja, fickt euch alle, fickt euch alle, als sie rausgeflogen sind. Dann haben sie gesagt, ja, so sehr gönnerhaft auch, ich finde voll toll, dass wenigstens eine afrikanische Mannschaft noch mitspielen kann. Das ist mir scheißegal, ich scheiße auf Ghana oder sonst was. Ich freue mich einfach nur, dass die USA rausgeflogen ist. Und dann habe ich gesehen, ah, ich bin auch anfällig für sowas auf jeden Fall. Scheiße, da ist man sich manchmal doch selbst der Nächste. Aber eine Sache, die mich wirklich ein bisschen getroffen hat, ist, ihr löst euch auf. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich. Du siehst, ich bin durchsichtig. Nee, das meine ich als Band, als solche. Hat mir zugesteckt, meinte man so, behalt's noch für dich. Aber das ist natürlich jetzt hier mal die Stelle, wo man darüber reden könnte. Aber dass du uns das jetzt sagst, ist schon krass. Ich meine, was er sagt, geschieht. Also ich wusste es auch noch nicht. Vielleicht hättest du wirklich für dich behalten sollen. Vielleicht wollte derjenige mir es auch noch sagen. Okay. Ja, vielleicht ist es deswegen derjenige. Das war das, was ihr unter vier Augen besprochen habt. Ja, was jetzt derjenige ist auf jeden Fall auch nicht da. Also man muss da jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber, was wir denn machen ohne Maxim? Ja, aber das Ding ist tatsächlich, wir haben ja auch so ein bisschen noch was Humoreskes, denn wir haben ja die heutige Sendung unter ein Motto gestellt. Ja. Gags für die Ewigkeit. Gags für die Ewigkeit, ja. Humoreske Evergreens. Und da haben wir ein bisschen was noch im Petto. Ja, das ist ein ganz großes Spaßerlebnis, wo sich Neandertaler und szenige Mitte-Boys gleichsam auf die Schenkel klopfen. Seit 100 Jahren lustig. Und hier kommt der nächste Teil unserer Sendereihe Humorklassiker für die Ewigkeit oder wie das hieß. Guten Abend, liebe Leute, Lachen ist das Motto heut. Tempo jetzt, die Zeit verrinnt, Vorhang auf, der Spaß ja, wir wollen jetzt niemanden überfordern, so kurz vor dem Deutschlandspiel. Dennoch bleibt es bei uns ziemlich rasant, weil KIZ da bleiben. Und außerdem kommt Witze-Urgestein, Humor-Urgestein Jan Böhmermann vorbei. Und wir haben noch Robert Francis auf unserer Live-Bühne. Und jetzt kommt erstmal Werbung. Jan Böhmermann und Robert Francis und ja, wir können es verkünden. Reunited hier bei MTV Home. KIZ lösen sich doch nicht auf. Allerdings seid ihr ausnahmsweise jetzt heute in Berlin. Ihr seid eigentlich in Polen, nehmt das Album auf, das ist richtig, gell? Nein, Südafrika. Südafrika nimmt das Album auf. Ist ja auch egal wo, Hauptsache irgendwo. Meine Frage an dieser Stelle, wie sieht es eigentlich mit einem Feature aus? Mit dir? Ja. Wir haben doch schon eins gemacht. War wahnsinnig erfolgreich, ist ja leider nie veröffentlicht worden. Manchmal schreien mir das kleine Mädchen hinterher. Ja, und? Du kannst Joko nicht einfach. Was denkt man da? Ach, hätte ich mal was anderes. Ich ärgere mich immer. Du ärgerst dich immer, gut. Also ich finde den Song sehr lustig. Ich finde den Song immer noch gut, aber... Er hat 500.000 also, Klicks, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wie viele haben so Songs von euch? 1 Million. Ja, gut, dann habe ich jetzt zum Beispiel 50% dazu beigetragen. Nein, tatsächlich danke ich euch sehr dafür, dass ihr mir die Chance einräumt, auf eurem nächsten Album dabei zu sein. Das wann kommt? Gibt es schon einen Termin? Ich würde sagen früher. Ja? Früher wieder. Das wird unglaublich. Das wird ein Klassiker der Rap-Geschichte. So ähnlich wie der Joko-Song. Uns fällt halt im Moment nicht so viel ein. Deswegen. Deswegen nur wir konzentrieren uns auf Frau Lenzen und auf. Aber der WM-Song war schon ganz schöner. Wir würden tatsächlich auch mal die Frage in den Raum stellen wollen: Warum haben wir noch keinen Crips bei euch gedreht? Ey, das willst du nicht sehen, Alter. Das denkst du. Sehen, ja, da geht es ja auch nicht um mich, da geht es ja um die Leute draußen. Als wir zu diesem Crips gerufen wurden, dachte ich im ersten Moment so auch so, wo führt das hin? Aber seht doch bitte einfach selbst. Ich sage danke an KIZ, schön, dass ihr da gewesen seid. Und hier kommt Crips. Ladies and Gentlemen, es ist kurz vor zwei. Es ist Zeit für MTV Home Zuschauer Crips. Wir sind heute in Berlin Wedding. Ja? MTV Home, ich habe euch schon entdeckt. Was ist das denn? Ey, ganz im Ernst, wie geht denn das hier schon los?
Ja, was soll ich sagen? Es stellt sich heraus, dass die betrunkene Lady vom Fenster oben unsere Komplizin ist. Eva. Du hast den Notruf gewählt für den MTV Home Zuschauer Cribs Dienst. Ja. Weil was da oben los ist? Oh Gott. Keine Ahnung. Ja, der Eindruck täuscht nicht. Eva hat ein wenig getrunken? Nein. Nein. Vielleicht. Wer ist denn da? Der junge Andrew Agassi. Ich bin Tim Lennart. Morgen. Ah, da kommt noch mehr. Jaco bin ich. Ich bin der Bruno. Hallo. Joko, wohnen die alle hier? Nein. Guck mal auf die Uhr. Leute, es ist 2 Uhr. Warum seid ihr alle noch wach? Es gibt nichts so Zufriedenstellenderes für mich, als hier tatsächlich so um 2 Uhr irgendwo aufzuschlagen und alle sind noch wach. Ihr geht jetzt alle in die Betten. Okay. Und ich wecke euch. Wir faken das jetzt. So, die anderen schlafen, wissen von nichts. Ist jetzt eine große Überraschung. Ganz leise. Boah! Ja! Ganz leise, nicht, dass wir noch jemanden aufwecken. Was ist denn hier los? Haben wir dich geweckt? Boah. Boah. So. Morgen. Na? Was ist denn hier mal Phase? Was ist denn hier Phase? Alter, das Licht ist hier voll dunkel. Ansagen, die Polizei hat gerade geklingelt. Wollt ihr mitkommen? Nein, die Polizei, nein. Oh, die kommt. Mannschaft fahren. Guten Morgen. Moin, Lenny. Ist ja voll. Wir haben die Herrschaften gerade geweckt. Das ist eine Rubrik aus dem Fernsehen. Ja. Und die haben das gewonnen. Sehr schön. Die Sendung heißt MTV Home, läuft jeden Freitag 21:30 Uhr. Ich bin einer der Herren, die das macht. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Menschen aus dem Bett zu schmeißen. Nett. Und die wissen nichts davon, deswegen sind die auch alle halb nackt. Und die waren natürlich etwas erfreut, mich zu sehen, weil ich bin sowas wie ein Star in deren Welt. Dann sind wir ab jetzt weiter. Alles klar? Ja. Vielen Dank. Ich bin ein bisschen stolz auf uns, muss ich sagen. Also wirklich, das ist ja der Moment, wo ich euch gerne einfach alle mal in den Arm nehmen würde. Das ist nach 50 Zuschauer-Crips das erste Zuschauer-Crips. Das geht mir gerade ein bisschen raus. Der fängt schon an. Aber ey, aber wenn wir das ganz schnell spulen und so ganz oft hintereinander schneiden, dann hat das Gefühl, dass du das wirklich gut gemacht hast, okay? Da hängt da ein Kleid? Ja. Zu unserer Einweihungsfeier hier haben wir das Transen- und Nutten- und Zuhälter-Party gemacht. Und dementsprechend mussten sich halt natürlich wir alle uns erstmal als Transen verkleiden. Joko, willst du meine Tätowierung eincremen? Deine Tätowierung eincremen? Nein. Musst du mit Bepanthen eincremen. Das sind ja homoerotische Fantasien, die ja für dich heute wahr werden, oder? Komm her, setz dich. Freut dich doch, oder? Ja, das finde ich total geil. So, komm mal her.
Vielen Dank für diese sehr angenehme Führung in deinem Zimmer. Ja, ich bedanke mich. Raus. Gehen wir alle wieder schlafen? Ich bringe alle wieder ins Bett? Ja? Gut, dann fangen wir mit euch an, Tim. Komm, ihr geht schon mal schlafen. Macht euch schon mal alle Bett fertig, Kinder. Ja? Fatih bringt euch gleich in die Kojen. Nacht, ein Kuss auf die Stirn für dich. Aber ich mag auch. Und auch du musst jetzt einfach nur. Ja, das war. Ja, das ist natürlich, ne? Beim Fernsehen ist nichts inszeniert. Lasst euch nicht irritieren. Was ist MTV Zuschauercribs, das einzige reale TV-Format in diesem Land? Wenn ihr sowas auch mal bei euch haben wollt, ja, es kann ähnlich sein oder auch schöner. MTV Home und MTV.de. Ich gehe jetzt zu meinem Psychotherapeuten, um das hier zu verarbeiten. Gute Nacht. Das gerade war das MTV Home Zuschauercribs und wir kommen jetzt zu einer etwas anderen Nachricht. Eine bedeutende Persönlichkeit von internationaler und nationaler Tragweise ist vor einigen Wochen abgetreten. Wir waren alle sehr überrascht, niemand hat damit gerechnet, aber es hat ihn wohl einfach nicht mehr ausgefüllt, immer nur Repräsentant zu sein. Er wollte nicht Männchen machen, ja, wenn die Wichtigen der Welt vorbeischauen. Er wollte mitreden, statt Pfötchen geben. Und nun ist es so, für uns alle überraschend, das Amt war lange nicht besetzt. Und wir müssen leider feststellen, bei MTV Home, der hässlichste Hund der Welt ist tot. Ein Nachtrag. Der hässlichste Hund der Welt ist von uns gegangen. Unerwartet, überraschend, für immer. Damit endet zu früh eine Ära, die so hoffnungsvoll begonnen hatte. Von Konservativen ins Amt gehievt, um eine geistig-moralische Wende einzuleiten, bewies der hässlichste Hund der Welt von Beginn an Charakter und weigerte sich, Teil des Establishments zu werden. Stattdessen nahm er seinen Auftrag ernst, der hässlichste Hund für die ganze Welt zu sein. Selten war ein amtierender, hässlichster Hund der Welt so beliebt beim Volk. Seine vielgerühmte Bürgernähe sicherte ihm nicht nur einen Platz im Herzen der Bevölkerung, sondern auch im Buch der Geschichte. Er engagierte sich, wo seine klaren Worte gebraucht wurden, vor allem in Afrika und in Afghanistan. Er begleitete alte Freunde auf ihrem nächsten Weg. Taten statt Worte waren sein Credo und wurden ihm schließlich zum Verhängnis. Der Druck der Mächtigen lastete ihm zu schwer auf der Seele. Nun ist er von uns gegangen. Sein Nachfolger wird es schwer haben, in diese großen Pfotenstapfen zu treten. Der hässlichste Hund der Welt. Wir werden ihn vermissen. Dennoch muss man an dieser Stelle einfach festhalten, die Welt muss sich weiterdrehen. Ja, letzten Donnerstag war es soweit. Ein großes Komitee von Wahlberechtigten hat sich zusammengefunden und im dritten Wahlgang dann final auch zu später Stunde abends dann ein Ergebnis herausgefunden. Begrüßt mit uns zu einem herzlich willkommen auf dem Podest der hässlichsten Hunde der Welt. Der neue und amtierende hässlichste Hund der Welt. Der neue hässlichste Hund der Welt. Wir hoffen, dass das Amt nicht beschädigt wurde durch diese turbulenten Zeiten, die er hinter sich hatte. Ja, da kann natürlich durchaus würdiger Preisträger, wenn man ihn hier. Ich finde gerade der neue kann natürlich nichts dafür. Ja, und deswegen sagen wir freuen uns sehr und er wird einen Ehrenplatz bekommen. Wir gucken jetzt mal wo. Geht es direkt weiter mit unserem nächsten Gast. Und wenn er mal verdammte Scheiße aufhören würde zu klingeln, könnte ich ihn auch vorstellen. Dann halt nicht. Hier ist irgendwer aus dem Fernsehen. Jan Böhmermann. Ach, guten Tag. Na? Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. So, setz dich doch direkt. Schönen guten Tag. Bitte schön. Jan. Hi. Der sympathische Frauenflüsterer. Ich habe die Nationalhymne geklingelt. Habt ihr das gehört? Ja, das haben wir gehört. Ja, national bewegt. Ich dachte, es wäre We Will Rock You, aber es war es doch nicht. So ähnlich. Aber du bist natürlich der Nationalhymne durch die Nationalmannschaft sehr verbunden. Ist das richtig? Wahnsinnig tolles Zuhause, was euch von unseren Gebührengeldern. Nee, schön, ja, schön, dass ich das was. Was war die Frage? Die Frage war noch nicht zu Ende, aber du tugst es vor, über unser Studio herzuziehen. Die Frage ergab sich daraus, dass du der Nationalhymne sehr verbunden bist. Und zwar deswegen, weil du
die Nationalmannschaft einigermaßen begleitest? Was ist mit meinem Mikrofon denn? Das, so ist das bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wahrscheinlich ist es kaputt, Jan. Ja? Also aber wie bei der ARD, wir haben Mikrofone, die funktionieren. Ja, aber wenn es mal nicht funktioniert, dann muss man erstmal den Verantwortlichen finden, der Neues bringt. Ja? Und da ist teilweise schon die Sendung vorbei. Wie war das? Ja? War das? Sascha? Ja. Du miese, dumme Sau. Also das ist wirklich, was ist denn hier los? Du vergeigst jeden Fernsehauftritt, auch bei Kerner oder hier, ne? Scheiße. Also es wirklich, ich hab doch überhaupt nichts. Es liegt aber nicht an mir, es liegt am Sascha. Das ist so eine integrative Mannschaft hier bei MTV. Das sind teilweise normale, teilweise Behinderte. Sascha, Mensch, ja schade. Man muss da Leute aufbauen. Hast du im Schlechtmachen hast du es ganz gut gemacht. Lob ist wichtig, Sascha. Lief das bei Johannes B. Kerner, als du dazu Gast warst, ähnlich? Weil das hast du auch so richtig amtlich vergeigt. Ne? Was war da los? Scheiß. Und zwar mit drei, vier anderen Comedians, Florian Schröder zum Beispiel, Wolfgang Trepper und Fips Asmussen. Ja. Und ich habe mich auch gewundert, warum ich der Einzige war, der nicht zur Probe eingeladen war. Die haben alle ihre Programme runtergespielt und ich habe gedacht, ich muss auch Fragen antworten. Ja. So, dass ich dann aus meinem 18-minütigen wirren Monolog, den ich da bei Kerner im Studio abgelassen habe, am Ende noch 2 Minuten im Fernsehen sehen konnte. Ja. Alles weggeschnitten. Diesen voraus einen Gehorsam kannst du hier abstellen. Ich werde dir später noch konkrete Fragen stellen, auf konkrete Antworten hoffend. Vorher schauen wir mal an, wie Jan Böhmermann selber das Prinzip Interview für sich interpretiert. Und du hast ihn tatsächlich getroffen. Es war einige Wochen vor der WM in Südafrika. Jogi Löw. Popel-Iter Löw. Ja, und da gibt es ein sehr schönes Interview, was beeindruckend ist, alleine durch das ARD-Mikrofon. Ja, Herr Löw, das waren anstrengende Tage für Sie. Sie sehen, das darf ich aber vorweg mal sagen, fantastisch aus. Was ist Ihr Schönheitsgeheimnis? Jeden Tag ein Löffel Nivea und Schulmedizin. Mein Motto, Dr. C.W., gib Apple SW. Entschuldigung, was war Ihr Motto? Nochmal ganz kurz. Mein Motto, Dr. SW, Apple SW. Noch verkehrt. A doctor a day keeps the apples away. Karl Rummenigge hat vor einigen Tagen vermutet, es gäbe einen Maulwurf beim Deutschen Fußballbund. Wer könnte der Maulwurf sein? Ich meine, faltige Blinde, die überall unkontrolliert Häufchen hinmachen, das könnte ja im DFB-Präsidium quasi jeder sein. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Ja. Letzte Frage. Sind wir überhaupt fit genug für die Weltmeisterschaft 2010 oder brauchen wir einfach Glück? Ach, Papalapap, ich leg einfach eine abgelutschte Haselnuss unter das Kopfkissen. Gleich kommt dann die Toffifee. Stand über den Streit mit dem DFB jemals zur Debatte, ob Sie zur WM 2010 nach Südafrika fahren? Nein, das Ganze ist mir sowieso ganz recht. Ich habe Angst vor Negern. Warum? Ach, darüber möchte ich nicht sprechen. Vielen Dank für das Gespräch. Okay, Worte zu you, reicht das? Ein Wahnsinnsinterview, ja. Wie ist das denn generell, wenn man mit so einem ARD-Mikrofon loszieht und jetzt zum Beispiel auch andere Leute interviewt, sind die da erstmal direkt eingeschüchtert, weil die wissen, oh, ja, ist irgendwie... Vor allen Dingen, ich habe ja auch, sobald ich beruflich auftrete, muss ich auch diesen Anzug tragen. Privat bin ich gerne nackt, aber beruflich muss ich das anziehen und da sind die Leute natürlich sofort eingeschüchtert. Ich muss das Mikrofon übrigens so leicht schwul halten, weil es sonst kaputt geht, hat mir der Sascha eben gerade noch gesagt. Mhm. Das sind Strahlungen, die hier ausgehen durch unsere drei Auren, die sich an diesem Punkt hier überkreuzen, dass das Mikrofon dann vielleicht nicht hinhaut. Richtig. Ja. Und, ja, die sind eingeschüchtert, natürlich auch zu Recht, denn wenn die falsche Antworten geben, dann wird die GZ erhöht. Ja. Logo. Ja. Kann vorkommen, aber wenn du jetzt zum Beispiel, du bist ja als Außenreporter, für alle, die das vielleicht nicht wissen, für Harald Schmidt unterwegs, das war gerade ein Beispiel daraus. Ja, er geht ja selber nicht mehr raus, er ist ja selber. Aber, ist das so, wenn du kommst nach Hause in die Redaktion da, ja, und bringst einen lustigen Beitrag mit, freut er sich dann, weil das ein lustiger Beitrag für die Sendung ist, oder sieht er das auch als Konkurrenz? Wenn du so Harald Schmidt, das ist ja fast privat, wenn man ihm da so gegenüber sitzt, da siehst du in dessen zerfurchtem alten Gesicht, siehst du keine Regung mehr von Freude oder Ärger, das ist alles so ein ganz gleichmütige Fleischmasse. Im Grunde genommen kann man froh sein, wenn man ab und zu so ein Röcheln und Glucksen hört. Das wird dann von verschiedenen Redaktionstrollen interpretiert und ausgelegt und danach werden halt die Entscheidungen getroffen. Der ist quasi wie dieser Paule, der Orakelkrake. Letztlich nur halt für Comedy. Immerhin, ja. Aber wenn du dir auch Comedy jetzt mal, wir sagen jetzt mal, ein halbes Jahr ist um und wir haben ganz viel Fernsehen geguckt, du wahrscheinlich auch. Was sind deine Highlights und sogenannte Lowlights? Wenn du dir mal so anschaust, wie sind die ersten 6 Monate des Jahres?
Jahres verlaufen? Also ich habe eigentlich nur Highlights im Fernsehen. Mein absolutes Highlight des letzten Jahres ist Annemarie Warncross, die wirklich von Rosin, die unfassbar fett geworden ist. Also die ist richtig eine richtig fette Sau geworden. Ich habe das letztens gesehen und gedacht, das kann nicht angehen. Was hat die? Ist die pummelig geworden? Ist sie schwanger oder sowas von Steven Gätchen oder Daniel Aminati? Die ist auf jeden Fall richtig dicke Boller-Oberarme bekommen. Mhm. Ich meine, das ist ein schönes Zeichen für die Frauen daheim, die nicht so eine vorteilhafte Figur haben, dass sie dann da im Fernsehen Leute sehen, die ihnen ebenbürtig sind. Dann fand ich fantastisch Franzi von Einblick, Franzi Südafrika, hast du das schon gesehen? Da läuft sie rum und fragt Leute, wie alles aufgebrezelte Franzi von Einblick, guckt sich mal an, wie der Neger so wohnt in seinen Blechhütten. Ja. Das finde ich ist ein großer Fortschritt, auch natürlich von meinem Muttersender ARD. Also wir machen schon großartige Beiträge. Mit Franzi von, was ist eigentlich Franzi von Einblicks Qualifikation, dass sie nach Südafrika darf? Du, keine Ahnung. Und Wasser hat sie halt auch mal beruflich gemacht, oder? Das ist eine. Keine Ahnung, also Wasser als Qualifikation für Afrika finde ich jetzt nicht so richtig gut. Ich hab sie geschminkt gesehen in so einer Goldmine und dann hat sie da irgendwie noch, dem Neger mal gezeigt, wer hier der Herrenmensch ist. Ja. Ist so. So, und da kommen wir jetzt schon zu meinem Freund Serdar Somuncu. Ja. Und Serdar Somuncu, ihr kennt ihn vielleicht, unser liebstes türkisches Murmeltier, das wöchentlich grüßt. Ja, auch jetzt wieder eine Nachricht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar einzig und allein der polizeilichen Dokumentation ist es geschuldet, dass ich das hier zeige, damit ich später vor Gericht nicht irgendwie dastehe und sage, das denke ich mir alles aus. Weil diesen Wahnsinn, den der mir jede Woche aufs Handy schickt, das kann sich kein Mensch ausdenken. Hier kommt Serdar Somuncu mit seiner neuesten Videobotschaft. Dieses Schwein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir gesagt habe, ich bin jetzt für ein paar Tage weg auf der Flucht vor der großen Hitze. Puh, jetzt jammern sie ja wieder alle. Und da hatte ich eine Bitte, vielleicht kannst du bei mir die Blumen gießen und auf meine Katzen aufpassen. Ja, Pucki und Mucki. Ganz lieb eigentlich, die beiden. Aber Vorsicht, es sind Kampfkatzen. Können schnell aggressiv werden, wenn die falschen Leute in der Nähe sind. Joko und so, wie du weißt. Und sie essen nur bestimmte Sachen. Ja, Thunfischcreme mit Salmonellengeschmack und Rosmarinsud mit Kapern. Ja. Ich bin dann irgendwann wieder da, aus Albanien, wo ich ein paar Geschäfte zu erledigen habe, du weißt schon, und grüß mir das rote Ding, nur falls sie austrocknen sollte, weil sie sich vor Leidenschaft nach mir verzehrt. Ich kümmere mich bald wieder um sie. Also das will ich gar nicht. Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Naja, ihr könnt mal wieder was gewinnen. 5x2 Freikarten für die Campus-Invasion in Göttingen am 10. Juli 2010, klar. Aber die Tickets gibt es natürlich nicht einfach so. Ihr müsst eine Frage beantworten. Welche historische Invasion war die moralisch richtigere? A, die Schweinebucht-Invasion oder doch B, die Landung in der Normandie? Denkt nach, sucht euch eine Frage aus, natürlich eine Antwort. Dieses T-Shirt gibt es auch noch zu gewinnen. Und bei uns geht es gleich ziemlich spannend weiter mit Jan Böhmermann und natürlich Robert Francis auf unserer Bühne mit Junebug. Ich sage herzlich willkommen zurück zu MTV Home, der Sendung für ausgewählte Familienmitglieder. Und bei mir sitzt immer noch der wahnsinnige Jan Böhmermann. Und Jan Böhmermann ist alles, ja? Er ist zum Beispiel Fernsehpreisträger für die TV-Helden. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, du machst Lukas WM-Tagebuch, all das. Nackte Hochseil-Autist. Ja? Du machst wirklich alles. Und das hier zum Beispiel ist ein Hörbuch. Ja? Und das gibt es auch als richtiges Buch. Wer sich für den Inhalt nicht interessiert, kann es sich ja zur WM an den Balkon hängen. Oder als Schlüssellänger, wenn man ein Loch reinmacht, ist alles möglich. Und man hat ja du redest hier über Deutschland, alles über Deutschland heißt das, und dann muss das ja dann auch direkt diese Optik sein. Ärgert man sich darüber, dass dann das Buch so scheiße aussieht, wenn man das schon mal vollgeschrieben hat? Achso, du meinst so von außen oder wie? Ja. Naja, es nützt ja nichts, sind halt unsere Nationalfahnen, ne? Wenn die Farben, wenn die scheiße aussehen, es trifft nicht mich, sondern ein ganzes Land, also ich bin da zufrieden. Schwarz, Schwarz-Gold, ach, das sehe ich ja jetzt erst. Das Rote? Das ist in der falschen Reihenfolge. Ich wundere mich seit Monaten, warum der Scheiß nicht weggeht. Es ist schwarz, gold, rot. Bist du bei derselben Plattenfirma wie Jürgen von Big Brother? Der hat nämlich auch so gemotzt. Ach du Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Ja, so ist das teilweise, ne? Naja, in Belgien vielleicht nochmal probieren. Schwarz, gold, rot. Ja. Diese Vollidioten, du. Also diese wirklich. Vollidioten. Sachen gibst du. Sag mal, aber jetzt mal Fuck ganz ehrlich, das Don't Judge a Book by its Cover, sagt mir auch. Was steht drin?
eine Erkenntnis über Deutschland. Was ja, ist letztlich, das Wesentliche? Letztlich, ich meine, was soll ich den MTV-Zuschauern sagen? Die wissen ja letztlich alles über Deutschland. Es ist eher was für ältere Leute, die nicht so viel mitbekommen haben in den letzten Jahren. Es steht alles, was man wissen muss über Deutschland, steht in dem Buch. Das ist quasi wie die Bibel für Deutschland halt. Hättest du dir zwischendurch mal gewünscht, du kämst aus einem Land, was irgendwie sexier ist, so Italien, Argentinien? Italien, Portugal, Frankreich, England, halt so Fußballnationen, ne? Ja. wir werden ja gewinnen morgen gegen Argentinien. Ja, bist du dir da sicher? Ich bin ziemlich sicher, dass wir morgen. Aber du bist ja tatsächlich ein riesen Fußballfan. Wenn du irgendwo Fußball guckst, Wahnsinn. Dann hast du nicht einfach nur irgendwie so eine Tröte in der Hand oder mal irgendwie ein Schweißband, eine Vuvuzela sondern im Arsch, du hast eine Vuvuzela im Arsch von Serdar Mungo da reingesteckt und genau. Du trägst ein komplettes Fußballoutfit mit Sturm. Ich war tief beeindruckt, als ich dich mal bei einem Public Viewing gesehen habe. So ein Ballbikini unten drunter. Ja, falls ich im Freudental mit meinem T-Shirt ausziehen muss. Ich bin also wirklich ein absoluter Mega-Fußball-Fan-Darsteller. Also ich bin nicht wirklich Fußball-Fan, weil sämtliche Emotionen den Mitgliedern im Ensemble von Harald Schmidt vorher rausgeprügelt werden. Wir dürfen keine Gefühle haben, die gehören Harald. Ja. Und wir sind... Ja. Na komm, wir beenden das an dieser Stelle, glaube ich, lieber. Wir haben dir jetzt gerade einen Punkt getroffen, du selber. Ich habe dich da nicht hingebracht. Das war eine Einbahnstraße, in der du dich geredet hast. Es ist nicht leicht. Ich meine, jetzt du jetzt mein seid lieber drei Freund Jan Böhmermann rückwärts wieder raus musst. Es ist nicht leicht. Und nicht lass leicht. Dich nicht erwischen dabei. Ich sage herzlichen Dank an Jan Böhmermann, der noch viele, viele Projekte vorhaben wird. Er wird uns ein Rätsel bleiben. Ja? Sind wir schon auf Sendung eigentlich? Ja, wir sind auf Sendung seit anderthalb Minuten, aber das muss auch reichen von dir. Wir gehen jetzt weiter. Vielen Dank, meine Liebe. Das war schön. Wir sehen jetzt Humorklassiker und. Wir gucken einfach rein. Humorklassiker hier. Klassiker. Ja? In Schwarz-Weiß. Guten Abend, liebe Leute. Lachen ist das Motto heute. Tempo jetzt, die Zeit verrinnt. Vorhang auf, der Spaß beginnt. Ja, was haben wir alle gelacht? War das lustig? Haha, nein. War es tatsächlich? Selbst Robert hat. You thought it's funny, right? Yeah, of course. Yeah, we're all looking to the end of the show, forward looking to the end of the show. You play Jumbuck in new shoes, just bought them. Yeah. Yeah, they put me in the worst part of Berlin where there's like all these clothing shops. Okay, also er hat tatsächlich heute erst neue Schuhe gekauft hier in Berlin. Und man weiß ja, ne, in neuen Schuhen spielt sich's gut, selbst wenn das nicht hilft. Bei John Frusciante von den Chili Peppers hat er Gitarre spielen gelernt und wird heute jetzt hier für euch performen. Robert Francis mit Jumbuck live und akustisch bei MTV Home. Viel Spaß. Jumbuck, I remember the blue carpeted floors, the tall wooden doors, I held you in my arms. Jumbuck, I burned down a picture of a house, say it was ours, when we didn't need it anymore. And that's when I loved you best. We were kids then, we shouldn't think about the rest. Ooh, oh, ooh, oh, ooh, ooh. You put the moon in a basket on your bike from by the coast. The way you face it up in pale grief, you were a ghost. You like to play with darkness, all the universe could give. I was no home, you once tried to escape the dark in which you lived. So they find you lying there in several different homes. They find you lying on their porches. Do you need to use the phone? And lure you into their rooms. That was the last dead in June. That was love I could not allow. Just a cold job now. Oh, 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 oh.
I remember everything. I'm still Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you very much. Das ich war kann sie halten. Kann Robert sie halten. Francis und Joko, was? Ja, ich guck mal da, die Kamera läuft gerade. Ist klar. Okay. There's something going on. I have to do something right now. It's not about you, but you're in the situation. I'm really sorry. Humor-Klassiker! Heute war eine Sendung. I feel very sorry for you that you're in the. Aber was aber mal, Robert Johnson war da, die Geister waren da, Jan war da, nächste Woche wahrscheinlich Ozzy Osbourne, Markus Kafka. Vielen Dank, Dankeschön, Wiedersehen.